So, hallo, wir machen weiter. Bei Superliminal, ich habe schon mal gestartet. Ein letzter Versuch, Speedrun. Ein letzter Speedrun-Versuch. Und dann schließen wir das Spiel ab. Diesmal wirklich. So. Diesmal wirklich. Wenn es jetzt am Anfang gleich schief geht, werde ich natürlich nochmal starten. Na, das ist klar. Wenn ich hier irgendwo hängen bleibe, werde ich es gleich nochmal starten. Weil ich weiß jetzt ja, wie knapp die Geschichte wird. Und dadurch, dass wir das jetzt wissen, wird es eine ganz interessante Sache. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Ah, es reicht nicht. F. Aber es hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Okay. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Ach, komm schon. Sollen wir das... Ah. Wir starten neu. Das ist halt jetzt am Anfang schon so struggeln, ist halt dumm. Jetzt müsst ihr trotzdem nochmal das Intro anschauen, es tut mir leid. Aber so, dieser Struggle jetzt war dumm. Wenn mich das am Ende die Sekunden sind, die es dann geht, ist es blöd. Wenn sowas jetzt später passiert wäre, gut, dann ist es halt so. Aber uff. Wollte ich besonders schnell sein und die Kiste möglichst schnell ganz winzig machen und dann ist nach hinten losgegangen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Ach Mann, ey. Ich will jetzt gleich mal was testen. Muss ich am Ende, am Anfang vielleicht gar nicht das Ding unterzeichnen? Kann direkt losgehen. Okay, ich kann direkt losgehen. Ich muss gar nichts unterzeichnen. Umso besser. Dann habe ich da jetzt ja nochmal 2 Millisekunden gespart. Mensch. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Bitte lass es reichen. Danke. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen. Ach, okay, habe ich ja ganz leicht gestruggelt. Vielleicht kriege ich den jetzt noch ein bisschen besser hin. Wäre wünschenswert. Ah, das dürfte ein bisschen schneller gewesen sein. Vielleicht ein kleines bisschen. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. Tolle Idee. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Passt schon. Oh, ich dachte schon, ich versau's. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Perfekt.
Ich glaube, das ging jetzt auch ein bisschen schneller als damals beim ersten Versuch, oder? Ein bisschen zumindest. Vielleicht ein kleines bisschen. Würdest du mir wünschen. So, komm her, Käse. Käse! Käse! Ganz nicht, so rum ist es richtig. Ja, es hatte zu der Zeit gekostet, aber nicht viel. Aber ich habe es falsch rum gemacht. Ich hätte schneller machen können. Ich hätte es schneller machen können. Es ist leider so. Es ist leider so. Ich hätte schneller machen können. Okay. Lauf, 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 lauf. So schnell du kannst. Das ist so... Ah, du dummes Ding. Nee! 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 Mann, ey! Nein! Ah, das war jetzt wieder dumm! Hallo! My name is Dr. Glenn Pierce. Engine and Skinner. I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Ich dachte schon, das Ding kippt um. Toll. Okay. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Wirklich? And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Entschuldigung, wollte nicht ins Mikrofon pusten. Lauf! Dann schneller, wenn man hüpft, ich glaub's nicht. Vielleicht sogar langsamer, keine Ahnung. Vielleicht ändert es auch nichts, ich weiß es nicht. I don't know! Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. Halt die Schnauze. But we now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Wie, das reicht nicht. Absolutely. Perfekt. Das Ding ist ja auch, je größer ich durch das Ding hier durchgehe, umso schneller laufe ich den Gang hier entlang. Na? Man kann es ja noch größer machen, aber dann läuft man als zu klein durch den Gang und braucht länger. Deswegen musste ich es möglichst so machen, dass ich gerade so durch kann. Nein! Da! Alle Sekunden, die es die Zeit kosten. Alles Zeit. Alles Zeit. Lauf! This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Wir haben vorhin schon gesehen, es reicht hier ein Würfel aus, um hochzukommen.
Diesen Umstand werden wir natürlich ausnutzen. Okay, wir haben es direkt gefunden. Perfekt. Okay. The average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Die müssen wir auch gar nichts versetzen. Das haben wir alles schon gesehen, dass das funktioniert. Dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Unter, über. Das hat auch jetzt besser funktioniert als damals. Sehr gut. Sehr gut. Soweit alles in Ordnung. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. Nee, jetzt lass mich da hoch. I am not capable of suboptimal suggestions. Ihr Hunde. Please exit this dream as soon as possible. Mensch. Wo ich Zeit verliere, war wir jetzt wieder hier. Ja, der fällt runter. Perfekt. So wollte ich das. Gut. Ich habe zwar erst Zeit verloren, aber dann habe ich wieder Zeit gewonnen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles gut. Und ich muss gleich nach da laufen, ne? Ich muss nach da laufen. Okay, okay. Wir haben ein bisschen Zeit verloren. Ein bisschen was hätte besser laufen können. Ein bisschen was hätte besser laufen können. Aber es ist noch im Rahmen. Es ist noch im Rahmen, sag ich mal. Ich sage, es ist noch im Rahmen. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Ah, der ist wieder an der Tür hängen geblieben. Vielleicht laufe ich einfach rückwärts. Ich glaube, wenn ich rückwärts laufe, müsste ich direkt rauslaufen, oder? Das müsste funktionieren. Hallo. My name is ja, Dr. Ja, ja, Glenn ja, ja, Pierce. Ja, ja. So, and kommt wieder der Walking Simulator. Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Ich glaube, da habe ich damals auch einen kleinen Fehler gemacht, ne? Ich glaube, da habe ich komplett vergessen, wie man den ersten Abschnitt läuft und bin eine Sache falsch gelaufen. Ich glaube, so war das. Damals. Ja, da bin ich hier gerade ausgelaufen und nicht darüber. Richtig, ich erinnere mich. Das machen wir jetzt nicht. Also da gewinnen wir jetzt auch wieder ein bisschen Zeit dazu. Nee, nee, nee. Dafür bleibe ich hier hängen an der Diät Corolla. So, jetzt vorsichtig. Da ist es. Da ist es. Rüber. Hätte ein bisschen schneller gehen können, ist aber alles noch okay. Alles noch in Ordnung. Hier schön die Kurven schneiden, die Ecken. Gerade so. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why ich werde wahrscheinlich gleich gegen den Pfeil rennen, deswegen springe ich jetzt ein bisschen. Nein, ich hab's erwischt. Perfekt. Wunderbar. So. Ich werde garantiert nicht mich durch die Dunkelheit irgendwie raten. Ich hole auf jeden Fall das Schild. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams. Frag mich, ob es da wirklich Leute gibt, die sich durch die Dunkelheit so durchraten. Es ist mit Sicherheit möglich, wenn man den Weg oft genug läuft, dass man den auswendig hinbekommt. Dass man weiß, wo die Sachen wann kommen, aber schaut euch das an. Das ist zu viel zum Raten für einen Speedrun, finde ich. Weiß nicht. So, zack, 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 jetzt gehe ich hier hoch, dann gehe ich hier rum. Und jetzt läuft man ja nur noch durch. Und ab da würde man vielleicht wieder so ein bisschen das hier sehen. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Nein! So, ich weiß in etwa, wo die sind. Hier geht's hoch, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Okay, passt. Passt, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich glaube, das ging auch schon schneller als damals. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs? Ich glaube, Level 4 haben wir ganz gut gespielt. This correlates strongly ich glaube, Level 4 haben wir ganz okay gespielt. Vielleicht nicht ganz gut, aber ganz okay. So. Das Schwierige wird der Level 6. Das Schwierige wird der Level 6. Ich weiß es jetzt schon. Level 6 wird kritisch.
Level 6 wird ganz kritisch, ne, mit dem Groß- und Kleinwerden. Weil du da so viel Zeit verlieren kannst, wenn du dich zu klein machst und dann da ewig durch die Gegend rennst. Ah, ich hab jetzt schon Angst. Ja, rückwärtslaufen ist der Way to go. Rückwärtslaufen ist der Way to go. Ach, du kommst mit. Dachte schon. Nee. Bleib da einfach wieder hängen. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. So, jetzt wird's kritisch. Ich hasse es. Gibt's doch nicht! Und hab ich doch auch hinbekommen. Ey, es ist immer der Raum, ne? Das gibt's nicht. Vorhin im Dings, als es ums Puzzle ging, haben wir es doch auch hingekriegt. Ihr wollt mich verarschen, ne? Es ist immer der Raum. Mein Gott! Dieser Raum versaut mir meinen Speedrun. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nee, ey. Also ernsthaft, das kann doch nicht wahr sein, dass das gerade wieder Warning. Passiert ist. Dr. Pierce is frantically submitting spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Einfach mal falsch laufen, alles klar. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. Ai. Ah, dieser blöde Apfelraum. Dieser saublöde Apfelraum. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. So, jetzt kommt mein Hasslevel. Jetzt kommt mein absolutes Hasslevel. Name is my Pierce, Dr. Glenn. Du hältst jetzt die Schnauze. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately Falsch. Prior das to Haus that. Ist auf der anderen Seite. Großartig. Großartiger Start. So, mein Ziel war eben jetzt möglichst groß hier durchzukommen, dass ich hier schnell durchlaufen kann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein! Nein! Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich bin zwar schön schnell durch den Gang gekommen, aber ich bin hier nicht mehr rausgekommen. Ah, Scheibenhonig.
Ich bin zu groß. Ich bin zu groß. Ich bin zu groß. Ich hasse Level 6. Ich hasse Level 6. Ich hasse Level 6. Oh, das macht jeden Speedrun kaputt. Ich bin immer noch zu groß. Nein! Ja, das war's. Och, ich hasse Level 6. Also Level 6 hat eine großartige Gameplay-Idee. Gar keine Frage. Aber für sowas... Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich das gerettet bekomme. Das hat halt jetzt wieder viel zu viel Zeit gekostet. Hello. Ande. My name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing, wir spielen es zu Ende jetzt, klar. Please also aber, unsettling experiences. Ich habe jetzt schon keine Hoffnung mehr. Bin ich leider ganz ehrlich. To being soothing and therapeutic. If this is not the case, das ist jetzt ziemlich sicher. This message in error. Hallo, kipp halt um! Was ist falsch mit dir? Lass es reichen. Ach, gerade so. Meine Fresse, meine Fresse. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage Nein, of death, nicht. The pain of disease, the cruelty noch. Of time, the cold shell of human nicht. Nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you ist do, zu hoch. Don't Nein, focus passt. On that. Mein Gott, ey. Mein Gott. Fokussiere ich mich erstmal auf Negativity. So. Zack, zack. Passt. Abflug. Ich hätte es noch drehen können, dann wäre ich noch auf der richtigen Seite gewesen. Das wären jetzt Speedrun-Tricks. Na, dass es auf der richtigen Seite ist, dass ich gleich richtig rauskomme. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Wir haben es ja eh schon versaut, von daher ist es egal. Hello. Von daher ist es wirklich, wirklich egal. For triggering ich hoffe, every das ist klein single genug. One of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for Nein. future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the Passt. Right direction. Alles gut, alles gut. And alles we should be able to initiate the emergency protocol shortly. Oh, das Haus könnte eine gute Größe haben. Das könnte eine gute... Oh mein Gott, das hat eine perfekte Größe gehabt. Aber leider, leider habe ich im... Oh nein. Oh nein. Wenn ich am Anfang bei dem Haus nicht so gesunden Scheiß gemacht hätte. Der Abschnitt jetzt hinten war voll okay. Der Abschnitt hinten jetzt war voll okay. Ich hätte am Anfang nicht die Scheiße machen dürfen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Emergency exit protocol initiated. Eigentlich brauche ich hier gar nicht laufen, oder? Das ist doch eben mit Zeit. Man muss doch gar nicht nach hinten. Oder muss man nach hinten laufen, um das auszulösen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das geht einfach nach Zeit. Ich kann nichts tun. Orientation protocol. Standby for analysis. Ich muss mir die Scheiße einfach anhören. Kann nichts machen. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Frustration kommt woanders her, meine Dame. Aha. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Lass mich raus! Ich verbrenn mich jetzt. Impossible. Vielleicht darf ich dann Reformulating. Raus. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Nee, alles gut, mir geht's gut. Instruction. Komm, sag goodbye. Mach hinne. Sag goodbye. Bin ich auf dem Keks.
deinem Gelaber. This concludes your standard orientation protocol. Danke. Muss ich loslaufen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kann ich auch stehen bleiben, aber es ist egal. Jetzt geht es nur darum, möglichst schnell auf den Wecker zu drücken. Ich laufe lieber mal los, man weiß ja nie. Okay, gleich die richtige Richtung eingeschlagen. Oh Mann, es läuft gerade so viel so gut und dann macht man so eine Kacke. Ich könnte mich echt mega ärgern, wie das gerade gelaufen ist, ne? Ich könnte mich gerade mega ärgern, wie das gerade bei dem Haus gelaufen ist. So eine Scheiße. So eine mega Scheiße. Das hat am meisten Zeit gekostet. Der Apfel war auch ärgerlich, aber das Haus war komplett bescheuert. Das Haus war komplett bescheuert. Gott, ich könnte mich aufregen. Nicht geschafft für Speedruns. Ach, weg! Hey, weg damit! Ach Gott, ey. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Wo ist die Treppe? Ist die auf der Seite oder auf der? Auf der. Perfekt. Gleich runterfallen, gleich richtig orientieren, dass ich hier nicht an irgendwas hängen bleibe. Okay, zack. Leider kriegen wir halt jetzt auch keine Zeit gesagt, ne? Das ist das Ärgerliche. Ich würde gerne Zeit sehen, dass ich weiß, wie knapp ich dran war. Leider kriegen wir natürlich keine Zeit gesagt. Auf, mein Dude. Oh, der ist zu hoch. Wieso ist der zu hoch gewesen? Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust the supply of dreams. Was willst du von mir? Entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Bin ich jetzt hängen geblieben? Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Habt ihr das gesehen? Bin ja in der Luft hängen geblieben, was zur Hölle? Was zur Hölle war das denn jetzt wieder für ein verrücktes Ding? Das war ja gerade wieder komplett bescheuert. Listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Perfekt. Zwei Wände haben wir schon. Mal laufen wir so ein bisschen Schlangenlinie, dass ich die beide relativ schnell auslösen kann. Nice. Das ging jetzt fix. Das ging jetzt richtig fix. Und es ist so ärgerlich, dass ich mit dem Haus mir viel zu viel Zeit verbaut habe. Ich habe mir viel zu viel Zeit verbaut. Ach, Leute. Ich habe mir so viel Zeit, es ist, ich könnte mich einfach nur ärgern. Lass mich da durch. Lass mich! Junge. Das ist alles. Immer dieses Groß- und Kleingemache, ne? Ah! Aber es ist machbar.
Es ist, hätte ich diese Scheiße mit dem Haus nicht gemacht, ich glaube, ich wäre gut in der Zeit. Ich glaube, ich wäre gut in der Zeit. Leider kriegen wir keine Zeit am Ende angezeigt. Das ist das Ärgerliche. Leider kriegen wir keine Zeit angezeigt. Aber ich glaube, ich wäre gut in der Zeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich, wir wären gut in der Zeit, wenn die Scheiße nicht gewesen. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Es ist halt nur laufen. Und es kostet nochmal so viel Zeit, diesen ganzen Quatsch hier abzulaufen. So. Ach nee, ist noch gar nicht. Ist noch gar nicht so weit. Ich dachte, jetzt kommt die Stelle, wo ich runterfalle. Dann passend schauen muss, wo ich hinkomme. Was passt. War noch gar nicht die Stelle, an die ich gedacht habe. War noch gar nicht die Stelle. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Jetzt kommt es, wo ich runterfalle, ne? Okay, nicht beim Gelben raus. Nicht beim Gelben raus, sondern hier. You're well beyond dreaming now. And further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Buddy. Hänge! Ich hänge! Reise! Hätte schneller gehen können. Das Schachfeld hätte schneller gehen können. Entschuldigung. Lass das funktionieren. Okay. So, nur noch darunter. Oh, an welcher Stelle muss ich raus? Oh, ich bin gut runtergegangen. Oh, ich bin gut runtergegangen. Oh Mann, das funktioniert alles gerade viel zu gut dafür, dass wir es versaut haben. Scheiße. Es funktioniert gerade viel zu gut. Oh, ist das ärgerlich. Ich wette, das war einfach nur das Haus, was mir jetzt versaut hat. Ich wette, das war das Haus. Fuck. Schade. Aber es war ein guter Speedrun.
es waren nicht die 30 Minuten, aber es war ein guter Speedrun. Wenn ich das Haus nicht gemacht hätte, ich hatte viele gute Stellen drin, finde ich. Für den Abschluss ist es für mich okay. Für den Abschluss ist es für mich okay. Puh. Puh. Ja, wie gesagt, hat leider nicht gereicht. Ich wette, so eine Minute oder so fehlt uns, weil viel kann es nicht sein. Wir haben ja nach Beginn des Videos nochmal neu gestartet und wir sind jetzt bei 35 Minuten. Ja, da kann nicht viel gefehlt haben. Da kann nicht viel gefehlt haben. Aber ich hab nicht die Motivation, jetzt das noch ein drittes Mal zu probieren. Bin ich ganz ehrlich. Soll für mich reichen. Wenn ich die Scheiße mit dem Haus nicht gemacht hätte, hätte ich es, glaube ich, gehabt. Ich glaube, das hat mir den Speedrun gekostet. Ah, es ist ärgerlich. Da wollte ich extra schnell durchs Haus und dann war ich zu groß. Ah, das war ärgerlich. Aber was will man tun? Was will man machen? So ist es. Und dann muss man das auch akzeptieren. Wir akzeptieren jetzt auch, dass dieses Projekt jetzt wirklich zu Ende ist. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir hat es vor allem gefallen, dass es durchaus auch entsprechend beliebt war. Ihr habt mich ein bisschen damit auch motiviert, es weiterzuspielen. Weil ihr ja so ein bisschen bei Part 10 dann geschrieben habt, oh, war es das jetzt schon mit dem Projekt? Und dann dachten wir so, eigentlich hätte ich auch Lust. Und wenn Zuschauer auch Lust haben, na, dann bin ich der Letzte, der sagt, wir hören auf. Und mir das Spiel halt auch Spaß macht, ja. Klar, wenn mir jetzt ein Spiel nicht Spaß macht, dann könnt ihr es noch so gut finden, dann spiele ich es nicht. Aber in dem Fall hat es mir Spaß gemacht, hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Was will man mehr? Danke fürs Zuschauen. Weiter geht's jetzt vermutlich dann wieder mit Hyrule Warriors. Das müssen wir auch mal langsam zu Ende bringen. Und was heißt zu Ende bringen? Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich da die 100% machen werde. Ich weiß es nicht. Werden wir alles sehen. Jedenfalls ist Superliminal hier zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.